Fährst du beim Mountainbiken mit einem Rucksack oder lieber so wie ich mit einer Hip-Bag? In einen Rucksack passt natürlich viel rein, dadurch kann er aber auch schwer werden und gerade auf einem Trail auch mal auf dem Rücken rumrutschen. Aber was ich auf den Trails gut fand, waren immer die Rucksäcke mit Rückenprotektoren. Dadurch musste ich nicht so eine Rückenprotektorenweste anziehen und war trotzdem geschützt. Bei einer Hip-Bag sieht es mit dem Platz natürlich schon anders aus. Hier bekommt man nicht so viel rein, aber wie ich finde, das Nötigste, Riegel, Werkzeug und auch mal noch eine Jacke und Trinkflaschen passen auch rein. Und im Sommer hat man den Vorteil, dass der Rücken nicht so nass geschwitzt ist, weil man halt eben nur so ein kleines Ding um die Hüfte hat. Mit was fährst du lieber, Rucksack oder Hip-Bag?